Am 5. März 2000 wurde eine berühmte Frau tot in ihrer Villa irgendwo in Südfrankreich aufgefunden. Ihr Name Lolo Ferrari. Bekannt als Showgirl und Filmdarstellerin war sie in den 80er und 90er Jahren europaweit bekannt. Sie führte ein skurriles Leben in der Öffentlichkeit und war dank ihrer 22 Schönheitsoperationen bekannt geworden. 24 Jahre später ist das Haus von Lolo Ferrari nach wie vor verlassen. Und wir kehren zu diesem Ort zurück, um uns die Geschichte noch einmal genau anzusehen. Irgendwas, so ein kleines Glasfläschchen. Da liegt tatsächlich eine Spritze. Hier stehen tatsächlich Schuhe, die sicherlich damals direkt von Lolo Ferrari getragen worden. Nach ihrem Tod blieb alles in dem Haus zurück. Die Einrichtung, Kleidungsstücke und selbst das Müsli in der Küche. Dieser Verfall. Die Natur, die alles wieder zurückholt. Wie aus einer Filmkulisse. Die Vorstellung, dass sie damit zuletzt gefahren ist, ist schon seltsam, oder? Wir erkunden die Villa in Südfrankreich und tauchen ein in das skurrile Leben der Lolo Ferrari. Moin Leute, mein Name ist PJ Adventure. Ich befinde mich um ca. 13 Uhr an einem verlassenen Grundstück. Mitten in den Bergen Südfrankreichs. Rings um uns herum sind überall kleinere Villengrundstücke. Und auf diesem Grundstück war schon seit 2000, also über 20 Jahre, kein Mensch mehr. Zu diesem Grundstück gibt es tatsächlich einen sogenannten Cold Case, also einen nicht ganz klar gelösten Kriminalfall. Hier wurde 2000 nämlich eine ehemalige Pornodarstellerin gefunden, die den Namen Lolo Ferrari hatte. Sie wurde von dem Ehemann tot in dem Haus aufgefunden. Die Autopsie damals ergab, dass es sich um einen natürlichen Tod handeln soll. Bis heute sind sich aber Kriminalexperten und andere Fachleute über den Tod nicht ganz einig. Alles auf diesem Grundstück wurde verlassen. Ich habe gerade einen alten BMW, ein Cabrio, in der Garage gefunden. Rasenmäher und all der Krempel liegt hier auch noch rum. Und wir befinden uns jetzt hier auf der alten Terrasse zum Pool des Grundstücks. Ein wirklich verrücktes Grundstück. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Viel Spaß mit diesem Video. Hier haben wir das Video gerade begonnen. Hier sieht man, und das sah man im Hintergrund ja gerade auch schon, die ganzen alten Sonnenliegen und Stühle, die man wahrscheinlich hier liegen hatte für all den Besuch und vielleicht auch etwas pikantere Videodrehs, die sich hier auf dem Grundstück sicherlich abgespielt haben. Das Grundstück, jetzt inzwischen mehr als 20 Jahre verlassen, alles zugewachsen. Hier sind überall Büsche, Bäume, die alles zugewachsen haben. Und dahinter, kann man ganz leicht erkennen, befindet sich tatsächlich der völlig modrige Pool. Der Pool war gar nicht mal so klein. Eine runde Bauform, relativ tief. Das ist inzwischen eigentlich mehr ein Teich, wo man sich vorstellen könnte, dass da gefühlt Fische drin sind. Tja, da vorne ist, glaube ich, das Haus von ihr. Und die Einfahrt muss sich irgendwo auf dem Teil des Geländes befinden. Ich find's halt geisteskrank, wie nach so einer Zeit das Ganze kaum noch zu erkennen ist, beziehungsweise kaum noch wahrzunehmen ist, wie das damals gewesen sein muss. Irgendwie ist das alles so anders und zugewachsen als damals. Hier wird der Rasen gepflegt gewesen sein. Die paar Büsche dienten vielleicht als Sichtschutz vor der Straße da hinten. Aber am Ende ist das halt, ja, ganz anders als damals. Das Grundstück ist halt wirklich so zugewachsen, mit dichten Dornenbüschen, dass man hier kaum noch vorankommt. Aber genau das macht diese Erkundungen ja wieder so aus. Dieser Verfall, die Natur, die alles wieder zurückholt, man sich so richtig schön durchkämpfen muss. Von hier aus hat man auch noch mal im Hintergrund einen ganz guten Blick auf den Pool. Ich glaube, da vorne in der Einfahrt sehe ich noch ein altes Auto. Hier wurde einfach alles zurückgelassen. Irgendwie finde ich den ganzen Fall seltsam. Die Frau damals war halt super bekannt in ganz Europa, war auch als Showgirl bekannt in verschiedenen Clubs. Es gab sogar Lieder, sie hat Musik gemacht, die teilweise hier in Frankreich sogar in den Charts gelandet sind. Es war halt nur zu einer Zeit, wo es noch VHS-Kassetten gab und so, ne? Da war noch nicht viel mit Internet. Aber wenn man den Namen der Frau hier eingibt, dann findet man unzählige, skurrile Zeitungseinträge, Bilder und Videos zu dieser Frau. Hier vorne ist das Auto. Das war sicher ihr Alltagsfahrzeug. Völlig speckig. Sieht halt wirklich so aus, als würde es hier schon 20 Jahre stehen. Ich meine, man kann durch die Frontscheibe ja schon gar nicht mehr durchgucken. Die Tür geht noch auf. Von innen ist auf jeden Fall ein alter Fiat. Naja, es ist auch super vergammelt. Das ist halt wieder so ein Apokalypsen-Auto gefühlt. Wie aus einer Filmkulisse. Uraltes Lenkrad. Tja, die Vorstellung, dass sie damit zuletzt gefahren ist, ist schon seltsam, oder? Die Rückbank vom Auto ist auch leer. Da ist gar nichts. Jetzt interessiert mich aber noch der Kofferraum. Vielleicht geht der ja auch auf. Nee,
Der ist zu. Fiat Chroma. Wer weiß, was in diesem Auto noch ist. Und keiner hat seitdem wahrscheinlich diesen Kofferraum wieder aufgemacht. Das sind immer so Details, die interessieren mich theoretisch, aber wir können jetzt leider nichts tun. In der weiteren Recherche zu Hause fand ich unzählige Beiträge zur Todesursache, zum Leben von Lolo Ferrari und sogar ganze Dokumentationen auf YouTube gab es. Dabei entdeckte ich Aufnahmen, wo man Lolo Ferrari sogar am Pool sehen konnte. Es war genau der Pool, der runde Pool, den wir gerade noch bei unserer Erkundung in Frankreich gefunden hatten. Und sogar der BMW, der in der Garage stand und seit vielen Jahren verstaubte, war in der Dokumentation zu sehen. Und Lolo Ferrari war tatsächlich am Steuer. Ich glaube, in all den Jahren, in denen ich verlassene Orte entdecke, habe ich noch nie so viele Live-Aufnahmen gesehen von dem Haus und der Person, die in dem Haus lebte. Okay, ich habe einen Pfad gefunden, der theoretisch direkt zu ihrem Haus führen müsste. Hier ist es. Das ist kein wirklich großes Haus. 1-2 Etagen. Die meisten Fenster sind mit solchen Holzfensterläden zugemacht. Hier vorne gibt es noch so einen kleinen Vorgarten. Und auch hier ist halt alles schon zugewachsen, ne? Es war wahrscheinlich alles mal gut gepflegt. Hier waren Blumen gepflanzt. Hier, wir sind ja in Südfrankreich, wachsen sogar im Winter auch noch irgendwelche Pflanzen. Und sogar hier sieht es eigentlich eher aus wie im Frühling in Deutschland. Fenster und Türen stehen aber tatsächlich alle hier offen. Und somit kommt man direkt ins Wohnzimmer des Hauses von der damaligen Pornodarstellerin Lolo Ferrari. Das Haus ist tatsächlich auch noch eingerichtet, fast so wie damals. Nur dass eben über 20 Jahre zwischen ihrem Tod und dem Tag liegen, an dem wir dieses Haus hier erkunden. Wir finden uns jetzt halt direkt im Wohn-Essbereich, würde ich sagen. Der Zeit angemessen befindet sich hier noch ein alter Röhrenfernseher und Weihnachtsdekoration, was theoretisch überhaupt nicht zu dem Datum passt, wo sie gefunden wurde, weil sie definitiv um den Juni rum gefunden wurde. Liegen noch alte Bilder rum, so Gemälde, die irgendwie so zu Frankreich passen, also alte Jagdbilder, aber weniger zu diesem Haus. Die Wandfarbe, wenn ich jetzt nicht wieder farbenblind bin, ist tatsächlich in einem Pink gehalten. Und auch hier auf den Sesseln liegen pinke Handtücher. Und schaut mal hier, ist sogar noch ein pinker Bademantel, der hundertprozentig von Lolo Ferrari stammt. Den hatte sie hier im Haus an. Das Haus ist wirklich nicht sonderlich groß. Dennoch befinden sich hier ein offener Kamin mit Schürhaken und allem, was dazugehört. Einige Kunstpflanzen. Und irgendwie strahlt dieses Haus, trotzdem es nicht so groß ist, so ein Villengefühl aus. Wisst ihr, was ich meine? Das wirkt alles so. Ja, es hat den Charakter einer Villa, was wahrscheinlich. Ja, die Ledersofas machen das wahrscheinlich. Und dieser alte Tisch da hinten, auf dem sich tatsächlich wieder Kunstpflanzen befinden. Und hier ein alter Brief, wo sogar noch Lolo Ferrari dran steht. Das muss ich jetzt verpixeln, weil da steht tatsächlich auch die Adresse hier aus Südfrankreich. Thanks God, I'm a VIP. 1999, am 19.05.1999. Circa ein Jahr, bevor sie verstorben ist. Ich habe hier tatsächlich noch einen Brief gefunden. Der ging an ihren Mann, Mr. Eric V. Ich habe das Ganze mal übersetzt, hier mit meiner Übersetzer-App. Ich muss das Ganze verpixeln, weil auch da wieder die Adresse draufsteht. Aber da steht drauf, ihr Post-Girokonto mit der Nummer so und so ist seit dem 4.3.2008 überzogen und weist derzeit einen Sollsaldo von 115 Euro auf. Erfolgt die Regulierung nicht vor dem 15.05.2008 oder erhöht sich ihr Überziehungskredit, sind wir gezwungen, die Nutzung ihrer Zahlungskarte zu sperren. Ich finde es alleine schon seltsam, dass der Mann, der sie hier tot gefunden hat, noch 8 Jahre hier in diesem Haus gelebt hat. Danach scheint er das Haus dann halt tatsächlich verlassen zu haben. Und seitdem, also seit 2008, steht es jetzt tatsächlich leer. Ich habe jetzt nochmal im Internet recherchiert und Folgendes gefunden. Das ist ein Bericht vom 6.2000. Rätselhafter Tod des Busenwunders. Die französische Busenkönigin Lolo Ferrari ist am Sonntag in ihrem Haus tot aufgefunden worden. Sie war wegen ihrer
üppigen Oberweite bekannt, die nach 22 Operationen einen Umfang von 130 cm hatte. Die Todesursache der französischen Schauspielerin war am Montag noch nicht ganz geklärt. Die Mediziner gingen weiterhin von einem natürlichen Tod aus, sicher war dies bis dahin allerdings noch nicht. Eine Autopsie des Leichnams der 30-Jährigen hatte noch keine Ergebnisse gebracht. Ferrari war am Sonntag von ihrem Ehemann tot in ihrem Haus in der Nähe der südfranzösischen Stadt Sanssouci aufgefunden worden. Lolo slept in her own room and according to Eric, when he checked on her at 8 a.m. the next day, she seemed fine. But when he awoke again at 2 in the afternoon, Lolo was still not up. And go back to the room, see my wife. And she was still sleeping. She was in the same position than she was at 8 o'clock in the morning. It's not normal because Evie is very nervous. She always moving in the bed, even when she's sleeping. See, I think something bad. I was anxious, and I go back. I go up to the head, and this was the most terrific moment of my life. Her head was cool, completely cool, completely frozen, yes. And I understand she was dead, of course. Sie hat in mehreren Filmen mitgewirkt, darunter auch einigen pornografischen Streifen. Sie betätigte sich aber auch als Unterhalterin und Sängerin, hatte unter anderem Auftritte als Showgirl in Diskotheken. Eines ihrer Lieder hatte den Titel Airbag Generation. Sie war auch über die französischen Grenzen hinaus bekannt, Großbritannien, Deutschland und in anderen europäischen Ländern. Da hatte sie übrigens auch Fernsehauftritte. In Pariser Diskotheken wurde sie öfter gesehen, hat also eine absolut crazy Lebensgeschichte, lebte hier irgendwo versteckt in den südfranzösischen Bergen, führte hier ein gutbürgerliches Leben, würde ich sagen, und auf einmal, von einem Tag auf den anderen, war sie tot. Irgendwie schon seltsam, oder? Es kann natürlich an den 22 Operationen gelegen haben, vielleicht gibt es inzwischen auch noch weitere Hinweise, von denen ich nichts weiß. Wenn ihr dazu was wisst, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich interessiere mich ja extrem für so True Crime Sachen und so offene Cold Case Fälle, die bis heute nicht geklärt sind. In diesem Falle finde ich schon sehr, sehr eigenartig. Der Ehemann scheint bis heute damit ja nichts zu tun gehabt zu haben, weil der lebte ja noch 8 Jahre dann hier in diesem Haus. Lasst uns hier auf jeden Fall mal weiter gucken. Schon alles sehr seltsam und anders als die Häuser, die wir sonst kennen. Und ich hoffe, euch gefällt das bis hierher. Ich guck mir jetzt mal den Rest der unteren Etage an. Also vom Wohnzimmer geht's jetzt hier in so einen Flur. Hier steht ein alter Koffer, als wäre der noch gepackt worden oder schon hingestellt worden für den Mann, der dann 2008 hier auch dieses Haus verlassen hat. Hier ein kleines Gäste-WC, nicht weiter spektakulär. Daneben noch ein Badezimmer. Hier stehen tatsächlich Schuhe, die sicherlich damals direkt von Lolo Ferrari getragen wurden. Waschmaschine, weitere Briefe, die im Müll gelandet sind, verschiedene Zahnpasta und sogar 1997er Ablaufdatum, ein Kondom. Alles voller alter Kondome. Im Badezimmerschrank das gleiche, Wattestäbchen, Nagelknipser, Einwegrasierer. Dann hier die Badewanne. Hier der Schrank ist auch noch voller Sachen. Plastikhandschuhe unter anderem da oben. Irgendwas, so ein kleines Glasfläschchen, was aussieht, als würde man da so eine Spritze reintun und sich irgendwas spritzen. Das da, wisst ihr, was ich meine? Einige dieser Produkte könnten halt auch noch aus Zeiten gewesen sein, als sie die Brüste so oft operiert bekommen hat. Hier oben zum Beispiel ist irgendwas Pharmazid. Da liegt tatsächlich eine Spritze. Wenn jemand was erkennt und sagen kann, was das war, gerne in die Kommentare damit. Gegenüber ist die Küche. Kühlschrank, gucken wir gleich. Vielleicht ist der sogar noch voll von damals. Bierflaschen, allgemein Alkohol. Die Küche war damals auf jeden Fall noch eingerichtet. Hier liegen Cornflakes, ausgekippte in der Spüle. Eine Wasserflasche liegt hier rum. Ich weiß nicht, ob hier ein Ablaufdatum drauf ist. Ich kann auf jeden Fall nichts finden. Aber wir können gucken, wegen dieser Cornflakes, wann sind die abgelaufen? 15.12.2002. Also selbst die sind schon über 20 Jahre alt. Scheint die Lieblings-Cornflakes-Sorte gewesen zu sein. Vielleicht sogar von Lolo Ferrari. In anderen Schränken stehen noch Töpfe und so weiter.
In diesem Falle scheinen Lebensmittel teilweise noch drin zu sein. Nicht mehr viel, aber Maden haben da drin trotzdem ihr Unwesen getrieben. Da unten liegen noch irgendwelche Sachen in der Frischhaltebox und in der Tiefkühltruhe. Boah, alles voller Maden. Dass hier alles zurückgelassen wurde, deutet vielleicht so ein bisschen darauf, dass der Mann entweder flüchten musste, weil doch irgendwas unsicher war mit dem Tod von Lolo Ferrari, oder dass er vielleicht mit dem Tod auch jahrelang nicht richtig zurechtkam. Boah, was war das für ein Geräusch? Habt ihr das Knacken hören? Alter, jetzt... Harald? Oh, das Geräusch gerade. Mein Gott. Hast du mich erschreckt? Harry ist mit dabei, der filmt gerade im Wohnzimmer. Boah, Junge. Mein Gesicht gerade so... Puh. Es gibt hier noch zwei Gästezimmer, glaube ich. Und dann gehen wir nach oben. Ich vermute, da sind die Schlafzimmer. Und da finden wir vielleicht noch weitere Hinweise auf das Leben von Lolo Ferrari und ihrem Mann. Die Gästezimmer wurden schätzungsweise auch als Abstellräume genutzt. Sieht ziemlich karg aus hier alles. Also hier hat definitiv keiner dauerhaft gelebt. Andererseits deutet es für mich auch irgendwie ein bisschen darauf hin, als hätte vielleicht ihr Mann sich im Nachhinein hier niedergelassen, denn ich möchte euch auch sagen, warum ich das denke. Erstmal ist das alles hier so ein bisschen provisorisch. Dieser Tisch und dieses Klappsofa, das sieht aus, als hätte man es im Nachhinein reingestellt oder eigentlich super selten benutzt. Aber der Grund, warum ich denke, dass im Nachhinein das Ganze hier benutzt wurde, ist halt dieser Heizstrahler hier. Das ist alles so ein bisschen seltsam. Als hätte der Mann nicht die Schlafzimmer nutzen wollen, weil ihn das zu sehr an seine Frau erinnert oder weil sie dort tot gefunden wurde, und hat deshalb dann hier in einem dieser, ja, in dieser Nebenzimmer übernachtet und gelebt. Wisst ihr, was ich meine? Hier steht ein Baustrahler, eine Gasflasche und ein großer Spiegel. Ansonsten hat man hier irgendwie aus Kisten gelebt. Hier ist halt noch eine Tür und dahinter befindet sich noch so ein Raum. Ah, das könnte mal ein begehbarer Kleiderschrank gewesen sein. Hier unten sind nämlich noch Schuhe. Kleidung hängt hier noch an den Bügeln. Dann wieder hier so ein Klappsofa und weitere Kleidung. Das sieht mir aber alles irgendwie aus, als wäre es eher für Männer, so ein typisches Sakko. Männerunterhosen. Ja, ja, das war alles seine Kleidung. Ich meine, er hat ja auch jahrelang am Ende noch alleine hier gelebt, wenn wir dem Brief vorne trauen können. Jogginghosen und all sowas. Um nochmal mehr herauszufinden über das skurrile Leben von Lolo Ferrari, sollten wir jetzt vielleicht nochmal die Treppe hochgehen. Wir lassen jetzt das Wohnzimmer und den Essbereich, der da schön vom Licht angeleuchtet wird, zurück und gehen nach oben. Hier befindet sich tatsächlich noch ein kleines Apothekerschränkchen. Auch hier schon wieder seltsam, befindet sich noch so eine Spritze. Das ist doch komisch, oder nicht? Kein Plan, was... die Tabletten abhängig war oder Tabletten nehmen musste. Spritzen hat man doch eigentlich nicht im Haus, wenn man gesund ist, oder? Hier oben das erste Detail, was mir tatsächlich auffällt, was ich komisch finde, bevor wir uns ja die Schlafzimmer angucken, ist diese Tür hier. Abgesehen von dem Schwarzschimmel hier, den wir nicht zu lange einatmen sollten, ist tatsächlich diese Tür zugeklebt gewesen mit Klebeband. Warum macht man denn das? Lass uns doch zunächst mal direkt dahinter gucken. Hier befindet sich ein Badezimmer. Noch nicht mal mit Dusche, einfach nur Toilette, Waschbecken. Hier liegen auch nochmal Pflegeprodukte rum. Und hier hängt noch so ein, ja, so ein Morgenmantel von ihr, den sie sicher auch öfter hier im Haus trug. Tja, und jetzt ist hier halt noch das Schlafzimmer, welches tatsächlich echt krass aussieht. Auch in ihrer vermutlichen Lieblingsfarbe pink gehalten. Sieht alles so ein bisschen aus wie in einem Schloss. Ein pinkes Fell liegt vor dem Bett. Verschiedene, fast schon Ballerina-ähnliche Schuhe liegen hier rum. Ein großer Spiegel. Hier wieder so einen, ja, so einen Federschmuck. Und dann sieht man hier in diesem Raum tatsächlich auch schon diesen Verfall. Dann guck mal hier, dieser kleine Nachtschrank hier ist halt schon völlig zusammengekracht. Alles vergammelt. Das kleine Kuscheltier liegt nur noch so halb schräg da drauf. Der Wecker, kurz davor runterzurutschen. Ah, es ist halt wirklich völlig weggegammelt, das Teil. Hier auf dem Bett liegt tatsächlich auch noch so ein Rock, den sie in Kombination mit diesen Schüchen hier vielleicht zu ihren Auftritten getragen hat. Ihre Kleidung scheint mitgenommen worden zu sein, denn diese ganzen Bügel, wo zig Kleidungsstücke dranhängen, die sind zum Großteil weg, wie es scheint. Hier ist noch eine Jeans,
die aber wahrscheinlich eher von ihrem Mann stammt. Hier sind halt noch so ein paar Teile. Zum Beispiel dieses Kleid hier. Auf der anderen Seite steht hier noch ein Telefon, wo die Leitung natürlich längst tot ist. Und der zweite Nachtschrank, auch der völlig vergammelt. Hier auf dem Schrank liegt noch eine interessante Zeitung. Ich weiß gar nicht von wann, auf jeden Fall ist hier ein Autohaus abgebildet mit verschiedenen Fahrzeugen. Ein Porsche wird hier verkauft, ein Mercedes W126 500 SEC, ein Opel Ascona, coole, kultige alte Fahrzeuge, die das Autohaus hier angeboten hat und damals ziemlich teuer und luxuriös. Wisst ihr, was ich hier für ein Gefühl habe, also an was mich das hier erinnert, dieser ganze Look, die Gegend mit all diesen kleinen Villen am Berg? Mich erinnert das, weil wir auch nicht weit vom Meer weg sind, tatsächlich etwas an Los Angeles und an diese damit verbundenen alten Crime-Videos, Crime-Serien, Crime-Filme. Es gab sogar damals mal ein Spiel, das hieß L.A. Noir. Das war so ein Spiel, wo du Detektiv warst oder Detective dort eben oder dich hocharbeiten musstest bei der Polizei und so Kriminalfälle lösen musstest, dir dann Beweise merken musstest und all sowas. Und irgendwie kommt mir das ein bisschen vor wie eine Kulisse aus einem dieser älteren Filme oder Spiele aus Los Angeles. Sie hatte genauso ein Leben einer gut bürgerlichen Frau, beziehungsweise etwas wohlhabenden, aber auch nicht so sehr wohlhabend mit Riesenvilla, einer Frau, die irgendwie ja ein relativ normales Leben gelebt hat, zumindest außerhalb der Öffentlichkeit, und einen kompletten Tapetenwechsel hingelegt hat, sobald die Kamera dabei war. Dann war sie nämlich, und so kann ich es mir zumindest nur vorstellen, eben Lolo Ferrari, die Frau mit damals den größten Busen in Europa. Ein absolut skurriles Leben einer Person, die es so wahrscheinlich kein zweites Mal danach nochmal gab. Es gibt hier in dem Haus übrigens noch ein zweites Schlafzimmer. Hier liegt gleich am Eingang so ein Kasten für eine Katze, eine Leiter, eine Trittleiter, ein wieder mal ausgeräumter Kleiderschrank, eine seltsame Tapete, die hier an den Wänden angebracht wurde. Da gammelt es auch schon wieder durch. Dieses Haus ist wirklich echt marode. Dann noch ein zweites Bett, ne? Wieder gemacht, als könnte man sich hier noch reinlegen, wären da eben nicht diese 24 Jahre dazwischen, in denen hier keiner mehr gelebt hat. Handtaschen gibt's hier noch. Hier, diese kleine, ach nee, es ist ein Rucksack. So ein kleiner, pinker, quietschpinker Rucksack. Und dann ist hier vieles handschriftlich irgendwie raufgekritzelt worden auf ein Papier. Das ist eine Buchseite, oder? Das gehört zu diesem Louis Jonet Buch. Hier sind auch noch mehr Sachen drauf gekritzelt. Tja, aber um was es sich dabei handelt, kann ich nicht sagen. Wenn das jemand lesen kann, gerne in die Kommentare. Aber das ist so undeutlich geschrieben, dazu noch auf Französisch. Damit kann ich wirklich gar nichts anfangen. Die Frage, die sich mir jetzt am Ende stellt, wo wurde sie dann eigentlich tot aufgefunden? War es vielleicht hier? Weil hier auch, naja, so eine Art gammeliger Fleck auf dem Bett war? Das kann allerdings auch durch die marode Decke kommen. Einige Fragen bleiben bei diesem kleinen Haus und der Geschichte, diesem Cold Case Kriminalfall, tatsächlich ungeklärt. Tja, Leute, an dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir dieses Video und vor allem die Zeitreise in die Welt Ende der 90er, vor allem auch der 80er Jahre und Anfang der 2000er, wo im Jahr 2000 Lolo Ferrari in diesem Haus ihr Leben ließ. Warum genau, ist anscheinend bis heute ungeklärt und auch wir konnten das in diesem Video natürlich nicht herausfinden. Ich hoffe, euch hat diese kleine Zeitreise und vor allem dieser True Crime Fall, der anscheinend ja wirklich noch ein Cold Case, also ein ungeklärter Fall zu sein scheint, gefallen. Schreibt eure Meinung zu diesem Video gerne in die Kommentare. Ich habe übrigens inzwischen eine neue Kamera, die in wesentlich besserer Qualität aufnehmen sollte. Wenn euch was aufgefallen ist, könnt ihr das auch gerne mich mal wissen lassen. Ja, nur für euch. Es soll schön aussehen. Es macht Spaß mit der Kamera und das ist das Wichtigste. Wer Kamera-Equipment braucht, guckt da gerne auch in den Link in der Videobeschreibung. Fotokoch ist da der Ansprechpartner für alles, wenn es ums Thema Foto und Video geht. Ich verlasse jetzt dieses Gelände hier wieder. Muss sagen, ich gehe echt mit gemischten und mulmigen Gefühlen hier wieder weg. Aber was bleibt, ist die Sonne hier in Südfrankreich, sogar im Januar, wirklich was Besonderes. Es hat hier richtige Frühlingsfeelings. Also, bis dahin, abonniert meinen Kanal, wenn ihr keine Zeitreise verpassen wollt, gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns schon bald wieder. Bis dahin, ciao, euer PJ Adventure und lebt euer Abenteuer.